Der Wintereinbruch in Ostsachsen kam für viele Autofahrer doch recht plötzlich. In Ramanau zum Beispiel war ein Mercedes-Sprinter eines Kurierdienstes auf der Hauptstraße unterwegs, als er die Kontrolle über den Wagen verlor und in einem VW im Gegenverkehr prallte. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuglenker verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle und klemmte die Batterien ab. Noch mitten im Einsatz schrillte die Sirene erneut. Auf der engen Umleitungsstrecke drohte ein Kleintransporter, der als Schulbus unterwegs war, von der Straße in den Graben zu rutschen. Nur ein kleines Schild hielt den Wagen noch auf der Straße. Die Kinder wurden anschließend in einem Rettungswagen betreut.